Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir sind gerade in Star Stable Mobile und ich bin einfach nur mega hyped. Heute kam endlich die Mobile-Version raus, leider nur für die Apple-Geräte und nicht für die Androids. Ich habe zum Glück ein iPad und ich entschuldige mich schon mal im Vorher hinaus, wenn ihr von draußen irgendwie Sturm oder so hört, denn ihr wisst ja, heute ist es super stürmig. Eigentlich kann mein Mikro das sehr gut abdämpfen, aber ja, nicht, dass ihr euch wundert, draußen geht so ein bisschen die Welt unter gerade. Wir wollen heute Star Stable Mobile gemeinsam ein bisschen testen und ich war noch gar nicht drin in der App, ich habe mich jetzt gerade erst eingeloggt und werde jetzt das erste Mal die App öffnen. Ich bin super, super gespannt und würde sagen, wir drücken jetzt mal auf Spielen. Okay, Leute. Und da sind wir. Ich bin tatsächlich sehr überrascht. Die Grafik ist wirklich nicht schlechter als im echten Spiel. Ich laufe jetzt erstmal los. Eigentlich sollte ein Tutorial kommen, aber ich bin vorhin schon mal kurz auf Spiel und habe es dann abgebrochen. Jetzt habe ich wohl kein Tutorial mehr. Ganz ehrlich, ich finde das echt nice. Also die Lenkung ist wirklich echt in Ordnung. Klar, man spielt mit den Daumen, da gab es auch dieses lustige Video. Aber ich glaube, man kriegt das ganz gut hin. Aber wie springt man so? Oh Gott. Okay, damit ich werde auf jeden Fall eine Weile brauchen, bis ich mit der Lenkung zurechtkommen werde. Aber an sich habe ich mir tatsächlich das Ganze schwieriger vorgestellt. Also die Lenkung ist wirklich wie ein SSO mit den Pfeiltasten. Es ist echt nicht so, so schwierig, wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Springen klappt auch ganz gut. Also die Lenkung, ganz ehrlich, ist 10.000 Mal besser, als ich mir erträumt habe. Was ich echt cool finde. So, das war mein Speedstop. Da oben haben wir den Chat. Na gut, den nutze ich eh nie, weil eh alles geclaimed wird. Was haben wir hier? Die Karte. Das ist natürlich alles ein bisschen kleiner, aber es ist schade, dass man nicht zoomen kann. Das fände ich cool. Es funktioniert auf jeden Fall. Dann haben wir hier unseren Rucksack. Mein Gott, ziehen wir uns mal um, wie das funktioniert. Oh Gott, ist das komisch. Es ist total komisch, das jetzt das erste Mal Mobile zu spielen. Zieh dir mal die Hose an. Okay, also es funktioniert einfach ganz easy, normal, einfach auf Doppelklick. So, und auch unser erster Netzwerkfehler ist schon am Start. Ich habe mir das nämlich schon gedacht, dass sowas passieren wird. Ja. So, wir sind jetzt dabei, uns nochmal einzuloggen. Ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass jetzt direkt, einfach nur wegen Umziehen, schon Netzwerkfehler gab. Also ihr braucht wirklich einen vollen Balken WLAN, damit das Spiel auch ohne Netzwerkfehler läuft. Jedenfalls im aktuellen Stand. Also man kriegt anscheinend relativ schnell Netzwerkfehler, weil ich hatte noch WLAN, ich hatte nur keinen vollen Balken gerade mehr. Okay, aber wir loggen uns gerade wieder ein. Wir wollen ja noch ein paar Sachen austesten, anschauen und uns so ein bisschen mehr über das klar werden. Ich muss sagen, ich habe mich mega, mega dolle gefreut auf SSO Mobile. Was hier oben ist, unsere Laune vom Pferd. Hier haben wir, oh mein Gott, die Post auf jeden Fall viel entspannter. Auch mit Tastatur und allem funktioniert anscheinend ganz gut. Schade ist ein bisschen, warum gibt es überhaupt noch Postfächer, wenn man das jetzt eh so machen kann? Dann haben wir hier oben ganz viele Symbole. Die Hilfe hier ganz schön. Also quasi wie dieses Ding unten rechts. Ah, und seht mal da. Da sehen wir, wie es unserem Pferd geht. Anscheinend nicht mehr so gut. Das Level und alles. Also es ist eigentlich echt ganz gut geordnet und sortiert. Man muss sich ein bisschen klar erstmal da einfinden. Und da ist auch der Foto. Oh. Das finde ich richtig nice. Der Fotomodus funktioniert nämlich auch übers Handy. Es ist echt ein bisschen schwierig, das jetzt so einzustellen, wie ich es mir vorstelle. Bin ich ernst. Aber an sich funktioniert das Ganze wirklich ganz gut. Machen wir unser erstes Bild. Oh. Erlauben wir das Ganze mal. Also ganz ehrlich, dass der Fotomodus dabei ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was haben wir da oben noch so? Wir haben einmal das Telefon. Oh, da können wir Abholservice machen. Das ist auch gut zu wissen. Adressbuch. Also hier normal mit Freundesliste etc. Oh, der gute alte Club ist auch hier am Start. Und ich glaube, der Rest ist uns allen klar. Jetzt mal kurz noch in Global Store. Muss ich sagen, haben sie echt ganz gut gemacht.
Wie scrollt man denn runter? Schade, also das Runterscrollen ist ein bisschen schwierig. Die Jorvik-Schillinge haben jetzt ein eigenes Symbol. Das sieht sehr interessant aus. Ich finde, da haben sie gut gemacht, aber man kommt irgendwie aus Versehen immer auf diesen Bildschirm hier, anstatt darunter zu scrollen manchmal. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich habe eh kein Geld, um mir was zu kaufen. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen Abholservice. Ich bin jedoch echt positiv überrascht, was die Steuerung angeht. Also ich kann mir vorstellen, dass ich in relativ kurzer Zeit das jetzt echt gut hinbekomme, da zu spielen. Ich würde sagen, wir probieren auch später mal ein Rennen aus. Ich vergesse immer, wo die Springtaste ist. So, wir sind jetzt auch zu Hause angelangt. Ich weiß nicht, ob es normal ist, dass man da niemanden sieht. Ist es gar nicht online oder so? Keine Ahnung. Also ich verstehe es nicht ganz, weil man sieht einfach keinen anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber Netzwerkfehler Nummer 2 ist auch schon wieder am Start. Es ist, glaube ich, echt nicht so stabil, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Ärgerlich. So, wir haben es jetzt auch mal wieder endlich geschafft, uns nochmal erneut einzuloggen. Ganz ehrlich, es nervt mich echt ein bisschen, dass es die ganze Zeit Netzwerkfehler waren. Und ihr seht vielleicht, aber es hat den Spielstand überhaupt nicht gespeichert. Wir sind immer noch da, wo wir angefangen haben zu spielen und wir wollten ja eigentlich jetzt mal ein Rennen machen. Dementsprechend möchte ich nochmal den Abholservice machen. Wir versuchen jetzt einfach mal ein Rennen. Oh, ich glaube, Championate sind richtig schwer. Also ich bin noch etwas überfordert mit den Rennen so. Aber an... Oh Gott, okay. An sich funktioniert es. Wir probieren mal einen Sprung. Also es ist echt möglich. Ich glaube, man muss so ein kleines bisschen üben. Dass man benutzt ja sonst die Daumen tatsächlich nie. Beim Spielen jedenfalls ich nicht. Aber die Lenkung an sich gefällt mir ganz ehrlich sogar relativ gut. Lol, hallo? Ich will nichts sagen, aber es sind einfach random Menschen in meinem Stall. Es sieht an sich aber sehr gut aus. Hier normal Stallhilfe etc. kann man sich jetzt halt mit so einer Leiste kaufen. Damit man schön Stallhilfe vom Handy aus auch machen kann. Und wie gesagt, ich habe irgendwie gerade ein paar Gäste jetzt am Start. Hier ist der Schrank. Ah, schaut mal, jetzt kann man wenigstens so richtig schön da einmal rüber switchen. Mit den Items und so. Sieht eigentlich aus wie im Spiel. Finde ich ganz cool. Mein erster Eindruck des SSO Mobile ist sehr cool. Gefällt mir echt gut. Ich freue mich mega jetzt auch mal aus dem Bett und so SSO zu spielen, weil ich spiele auf dem Laptop irgendwie total ungern. Und ich verkaufe meinen Laptop und alles in die Richtung eigentlich eh, weil ich benutze halt, also ich habe mehrere Laptops und den kleinen Laptop, der schafft Star Stable nicht. Und den großen, mit dem man spielen kann, den will ich nicht mehr. Ich brauche ihn nicht. Ich nutze ihn halt einfach nie. Und es ist halt schon was anderes, wenn du mit einem iPad einfach das spielen kannst. Dementsprechend bin ich positiv überrascht. Freue mich auf jeden Fall, da ein paar Sachen zu machen. Hoffe auf jeden Fall, dass es mit den Netzwerkfehlern jetzt keine Normalität wird, weil das nervt echt. Das war so mein erster Eindruck von SSO Mobile. Ich hoffe, dass es bald auch für Android rauskommt, damit nicht nur die guten alten Apple-User das Ganze benutzen können, weil es ist schon echt eine coole Sache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist zu SSO Mobile und ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt so, nee, ich bleib doch lieber am Laptop oder PC. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche.